Mobiler Laminar Airflow für OP-Säle. Das mobile Laminar Airflow-Gerät erspart teure Umbauten und Umrüstungen im OP-Saal. In allen bestehenden OP-Räumen und Altbauten kann man mit dem mobilen Laminar Airflow-Gerät unter sterilen Bedingungen operieren. Aufgrund der fast horizontalen Strömung kann sowohl das OP-Feld als auch die Instrumente wirksam von Partikeln und Mikroorganismen geschützt werden. Die Geräte sind mobil und daher leicht von Raum zu Raum verschiebbar. Durch den gezielten Einsatz steriler Luft können das Infektionsrisiko reduziert und zusätzliche Behandlungskosten verhindert werden. Zur Nachrüstung bestehender OPs sind sie eine ideale und kostengünstige Alternative zu den teuren konventionellen Laminar Airflow-Decken. Funktionsweise. Die Geräte werden in der Regel am Fußende des Operationstisches angebracht und reinigen die OP-Luft durch einen hochreinigenden sogenannten HEPA-Filter von Partikeln und Mikroorganismen. Diese Laminar-Airflow-Geräte produzieren einen gleichbleibenden, sterilen Luftstrom, der die Instrumente und das OP-Feld zu 99,9% von Bakterien reinigt. Im Gegensatz zur konventionellen Belüftung wird der sterile Luftstrom nicht durch die OP-Leuchte bzw. das OP-Team behindert, sodass die ultrareine Luft direkt zum OP-Feld gelangen kann. Die Kontamination der Instrumente steigt mit der Dauer und der Anzahl der Personen im OP und damit das Risiko einer Infektion für den Patienten. Die Anzahl der Partikel auf den Instrumenten und im OP-Feld sollte immer null betragen, um die höchstmögliche Sterilität zu gewährleisten, aber in der Realität wird diese fast nie erreicht, wie hier im Film zu sehen ist. Ein abnehmbarer Instrumententisch sorgt dafür, dass die Instrumente schon während der Vorbereitungsphase wirksam geschützt werden. Um die sofortige Einsatzbereitschaft und die Sterilität des Operationsfeldes zu gewährleisten, wird vor der Operation ein steriler Schutzschirm angebracht. Die elektrische Höhenverstellung der Geräte kann sowohl vom sterilen OP-Personal als auch vom übrigen OP-Personal ausgeführt werden. Die Geräte verfügen über ein integriertes Rückverfolgungssystem, welches den Gebrauch der Geräte während der OP dokumentiert. Ein Laserring kann bei Bedarf eingeschaltet werden zur Visualisierung des Schutzbereichs des sterilen Luftstroms. Die Mobilität der Geräte ermöglicht einen Einsatz in nur wenigen Minuten ohne Umbauarbeiten. Die mobilen LAV-Geräte sind eine ideale Lösung, um Operationen auch im ambulanten Bereich kostengünstig auszuführen. Weitere Einsatzgebiete sind die Augenchirurgie und intravitreale Injektionen, da aufgrund der horizontalen Strömung das OP-Feld besser steril gehalten wird. Das mobile LAV-Gerät wird vom Personal kaum wahrgenommen, da es keine störende Zugluft erzeugt. Bei einer Studie durch die Universität Greifswald konnte eine Reduzierung der Partikel im OP-Feld um das Tausendfache nachgewiesen werden. Die kolonienbildenden Einheiten im OP-Feld wurden bei simuliertem OP-Betrieb um das 250-fache reduziert. Durch die ständige Reinigung der Luft mit HEPA-Filtern kann auch der Keimpegel im gesamten OP gesenkt werden. Für ältere Operationssäle mit zu kleiner Laminar-Airflow-Decke kann der sterile Instrumententisch eingesetzt werden. Der sterile Instrumententisch eignet sich auch zur Vorbereitung der Instrumente außerhalb des eigentlichen OP-Raumes. Das mobile Laminar-Airflow-System ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich. LAV mobil mit integriertem Instrumententisch. LAV als mobiler Instrumententisch mit integriertem Laminar Airflow. LAV als deckenhängende Variante.